Herzlich willkommen zum Bibellesen im Advent. Ich wünsche dir einen schönen Adventssonntag heute. Und wir lesen jetzt miteinander Psalm 98. Und da fragen wir uns wieder, was sagt diese Bibelstelle über Gott? Wie verherrlicht sie Jesus und welche Freude ist für uns mit dabei? Lesen wir miteinander in der Bibel Psalm 98. Singt dem Herrn ein neues Lied. Denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Er hat mit seiner Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm. Der Herr hat sein Heil bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er dachte an seine Huld und an seine Treue zum Hause Israel. Alle Enden der Erde sahen das Heil unseres Gottes. Jauchzt vor dem Herrn, alle Länder der Erde, freut euch, jubelt und singt. Spielt dem Herrn auf der Harfe zu lautem Gesang, zum Schall der Trompeten und Hörner. Jauchzt vor dem Herrn, dem König. Es brause das Meer und alles, was es erfüllt, dem der Erdkreis und seine Bewohner. In die Hände klatschen sollen die Ströme, die Berge sollen jubeln im Chor. Vor dem Herrn, wenn er kommt, um die Erde zu richten. Er richtet den Erdkreis gerecht, die Nationen so, wie es recht ist. Schau dir diesen Psalm noch einmal an und frag dich, was steht da über Gott, wie verherrlicht dieser Psalm Jesus und welche Freude hat er für uns mit dabei? Du kannst wieder kurz auf Pause schalten und auch deine Entdeckungen unten in die Kommentarzeile reinschreiben und uns dabei helfen, ebenfalls etwas über Gott zu entdecken. Jetzt ist Zeit. Gib dir ein paar Sekunden für Pause schalten. So, beten wir miteinander. Vater im Himmel, wir loben dich. Du bist es wirklich wert, dass wir dich heute loben mit Liedern, mit Gebeten, mit, ja, Taten der Liebe und Wahrheit, weil du so stark bist. Du bist so stark und du hast deine Rettung bekannt gemacht. Überall auf der Welt kann man das heute kennen und erkennen, dass Jesus Christus rettet. Herr, du bist wirklich überall für alle Menschen der Retter und wir loben dich dafür, dass du so voller Gnade bist und so treu deinen Versprechungen. Ja, alle Welt soll jubeln. Wir danken dir dafür, dass es viel Grund gibt dafür, zu singen, sich zu freuen, gerade an dem Tag, wenn wir daran denken, dass du ewiger Sohn Gottes, Mensch geworden bist, um uns zu erlösen, um uns zu befreien, um am Kreuz für unsere Schuld zu sterben und aufzuerstehen und uns ewiges Leben zu schenken. Wir loben dich dafür. Ja, es wäre so cool, wenn das Meer und alles anfängt zu rauschen und vor voller Freude die Ströme in die Hände klatschen, die Berge im Chor jubeln. Das wäre so richtig, weil du so was Tolles gemacht hast und so super bist. Und vor allem, weil du eines Tages wiederkommst, Herr Jesus, um die Erde zu richten, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Herr, alle Verbrecher, die jemals ungestraft davon zu kommen meinen, die täuschen sich, weil du für Gerechtigkeit sorgen wirst. Und alle Verbrechen, die uns angetan wurden, die fallen nicht unter den Teppich, sondern du siehst sie und du wirst für Gerechtigkeit sorgen. Und wir bitten dich, dass du uns vergibst, dass wir selbst nicht für unsere Ungerechtigkeit gestraft werden. Herr, wir hätten keine Chance ohne dich, aber weil du unsere Rettung bist, kann man gerecht vor dir dastehen und uns freuen darauf, dass du eines Tages zurückkommst und alles zum Guten wendest. Danke dafür. Amen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Bis morgen.